Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute mit der Mariazellerbahn zum Museumstram Mariazell. Und jetzt schwenke ich kurz mit der Kamera. Hier könnt ihr schon einen Zug der Mariazellerbahn erkennen, und zwar eine sogenannte Himmelstreppe. Diese Himmelstreppen verkehren hier seit 2013. 2010 wurde die Strecke von der ÖBB übernommen und vorher eben fuhren Züge der ÖBB, die jetzt noch im Nostalgieverkehr eingesetzt sind. Alles andere erkläre ich euch im Laufe des Videos. Viel Spaß! Die Mariazellerbahn folgt, wie man hier sehen kann, der Pilach. Wir sind hier im sogenannten Pilachtal. Die Pilach geht dann über in den Nattersbach bis Laubenbachmühle und von dort an beginnt die Bergstrecke rauf Richtung Mariazell. Wir haben das Ende des Tales erreicht, Laubenbachmühle, hier das Betriebszentrum der NÖWOG. Früher war es ein St. Pölten Alpenbahnhof und für uns geht es jetzt da hinten den Berg hinauf. Wer jetzt ganz genau schaut, erkennt hier unten Laubenbachmühle. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile ordentlich an Höhe gewonnen. Wir haben das Ziel Mariazell erreicht, viel Zeit zum Filmen bleibt jetzt gerade nicht, weil gleich der Bus Richtung Zentrum weiterfährt und wir fahren dann vom Zentrum zurück mit der Museumstraßenbahn. Keine drei Minuten später haben wir hier mit dem Bus, den man im Hintergrund sieht, das Zentrum von Mariazell erreicht, genauer gesagt Mariazell Busbahnhof, und jetzt geht es noch ein paar Minuten ins Zentrum zum Mittagessen. Das eigentliche Highlight von Mariazell ist ja hier die Basilika, die man vor uns sieht, und da werden wir dann natürlich auch noch einen Blick reinwerfen. Jetzt sehen wir die Basilika in ihrer ganzen Pracht und ganz Mariazell ist zumindest am Wochenende ein großer Weihnachtsmarkt. Wir haben unser weiteres Ziel erreicht, das Brauhaus Mariazell, wo wir jetzt unser Mittagessen einnehmen werden. Eine Stunde 45 würde man zu Fuß auf die Büralpe benötigen. Man kann hier allerdings auch mit der Seilbahn hinauffahren. 2018 fuhr hier eine Seilbahn. Und diese wurde dann in eine Achtergondelbahn umgebaut. Zug in Mariazell geht natürlich gar nicht, ohne dass man beim Birka vorbeischaut, bei der berühmten Lebzelterei. Diese Kompagnons sind ein Teil der lebendigen Krippe, lebendig deshalb, weil hier tatsächlich lebendige Tiere zu bestaunen sind. Da war Mariazell ein Wallfahrtsort. Es gibt es hier natürlich auch Wallfahrtswaren aller Art zu kaufen. Und wer sich jetzt denkt, was soll das für ein Ausdruck sein? Tatsächlich steht der hier oben auf diesem Stand gleich neben der Basilika. Und ich hätte nicht gedacht, dass es diesen Ausdruck tatsächlich auch gibt. Natürlich darf auch ein Blick in die Basilika nicht fehlen. Und das ist hier schon sehr, sehr prächtig. Nach der kurzen Besichtigung vom Zentrum Mariazell und der Basilika geht es für uns jetzt zur Museumstramway und die bringt uns zum Bahnhof, von wo es dann wieder aus zurück nach St. Pölten bzw. nach Hause nach Wien geht. Eine kleine Erklärung zur Museumstramway. Dort, wo die Leute gehen, ist der Busbahnhof. Schwenk mit der Kamera. Wir gehen jetzt die Richtung, die Promenade weiter. Dieser Berg übrigens hier, den man hier sieht, das ist die Mittelalpe. Hier soll einst auch die Museumstram fahren, die dann den Busbahnhof mit dem Bahnhof Mariazell verbindet. Und wenn wir dann bei der derzeitigen Endstelle sind, erkläre ich euch noch ein bisschen mehr zur Museumstram. Bevor wir die derzeitige Endstelle der Museumstram erreichen, muss ich euch jetzt kurz was erklären. Und zwar sieht man hier im Hintergrund den Bahndamm.
der war einst der Bahndamm der Mariazellerbahn. Die ging nämlich von Mariazell noch 7 Kilometer weiter bis Gusswerk. Wurde eingestellt und abgetragen. Das allerdings hat unter anderem Jahre später die Verlängerung der Museumstramway ermöglicht. Und ich schwenke mit der Kamera und wenn man schaut, sieht man da hinten, ich hoffe, ich sehe es jetzt richtig gegen die Sonne, auch noch die Reste der Gleise bzw. der Strecke Richtung Gusswerk. Und die ging dann hier links irgendwo hinunter. Wie gesagt, 7 Kilometer ging es noch weiter. Ich glaube, 1989 war Schluss, aber ganz sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir befinden uns nun am Ende der Museumstramway. 560 Meter sind es von hier noch bis zum Busbahnhof. Wie gesagt, es bleibt spannend, ob die Verlängerung kommen wird oder nicht. 2015 wurde die Straßenbahn hier in Richtung Zentrum verlängert vom Bahnhof Mariazell. Und es handelt sich ja gänzlich um eine Neubaustrecke, so wie auch der andere Teil zum Erlaufsee, der in den 1980er Jahren errichtet wurde. Wir haben jetzt den Bahnhof von Mariazell erreicht. Hier ist das Nostalgiezentrum hinter der Straßenbahn, der Dampfzug der Mariazeller Bahn zu kennen. Jetzt schwenke ich noch mit der Kamera. Hier geradeaus sind die Remisen der Museumstram Mariazell und eben geradeaus nach der Straßenbahn geht es dann weiter und dort ist der erste Teil der Strecke, der allerdings nicht zur Gänze elektrifiziert ist. Dort geht es zum Erlaufsee und da fahren abwechselnd die Dampf- oder die Dieselzüge. Die Fahrt mit dem Dampfzug ist leider nicht Teil unserer heutigen Reise, die MH6 oder auch liebevoll Funny genannt. Und jetzt nochmal der Schwenk mit der Kamera. Hier sieht man nochmal die Haltestelle der Museumstram und mittlerweile ist auch die zweite Straßenbahn hier angekommen. Mit der Anschaffung dieser Himmelstreppengarnituren wurden auch diese Panoramawagen hier angeschafft. Das heißt, es ist möglich, hier erste Klasse zu fahren und es ist auch möglich, in den Panoramawagen zu essen. Also die erfüllen sozusagen auch eine Speisewagenfunktion. Ich habe das vor Jahren mit meinem Vater getestet. Da kriegt man gutes regionales Frühstück bzw. Jausen und der Zug hat immerhin 1, 2, 3, 4 Panoramawagen und hier trifft die neueste Zug auf die älteste Zuggeneration. Das war also unser heutiger Ausflug zur Mariazeller Bahn bzw. zum Museumstram Mariazell. Ich sage danke fürs Schauen vom Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!